Hey, schön, dass du da bist. Wir haben heute einen My Story Gottesdienst. Was bedeutet das? Wir glauben, dass Gott Geschichte schreibt mit der Menschheit in ganz großen Stil, aber auch bei jedem ganz persönlich, ganz für uns persönlich, für jeden Menschen persönlich. Und in den My Story Gottesdiensten geht es darum, dass verschiedene Leute einfach nach vorne kommen und ihre Geschichte erzählen, die sie mit Gott erlebt haben. Weil ich glaube, jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Und heute haben wir unseren lieben Bruder in Wolfgang Huber bei uns und ich freue mich schon auf die nächsten 5 Stunden, wo er uns seine Geschichte erzählen wird. Er hat gesagt, er kommt mit einer Stunde aus. Schauen wir. Lassen Sie ihn ein herzliches Willkommen geben. Wolfgang, komm bitte nach vorne. Ich möchte zu Beginn nur kurz beten und euch danken, dass ihr gekommen seid heute Abend. Vielen Dank für die Einladung. Aber am meisten möchte ich dir danken, Herr Jesus, dass ich heute Abend hier stehen darf, dass das möglich ist, dass du das möglich gemacht hast. Herr, dass ich heute deinen Namen verkündigen darf und was du Großes getan hast in mein Leben. Amen. Und übernimm du die Leitung, Herr Jesus, dass du verherrlicht wirst. Ja, mein Name ist schon wie angekündigt Wolfgang Huber. Ich bin 65, verheiratet, habe 4 erwachsene Kinder und bin seit 1.7. in Pension. Und ich muss sagen, das ist ein ganz tolles Erlebnis, was ein Mensch machen kann. Und gerade in meinem Leben, wenn mir das jemand gesagt hätte, früher, wie ich noch jung war, du wirst einmal in Pension gehen, allein das Wort, hätte mich völlig befremdet und ich hätte damit nichts anfangen können. Aber jetzt bin ich in Pension und ich muss sagen, ich freue mich sehr über diesen Zustand. Okay, ich werde euch heute Abend einfach aus meinem Leben erzählen. Ja. Ich bin, wie gesagt, mein Vater kommt aus dem Salzkammergut, aus Bad Gäusern, meine Mutter aus Linz. Meine Mutter war eine sehr tüchtige Schneidermeisterin und mein Vater war Musiker, war Musikant in Bad Gäusern. Und meine Eltern haben sich kennengelernt, verliebt, geheiratet. Und daraus ist in erster Linie zuerst mein Bruder entstanden, der ein bisschen älter ist als ich und dann ich. Aber ich war kaum ein Jahr alt. Wir haben damals noch in Bad Gäusern gelebt. Und kaum ein Jahr war ich alt, haben sie meine Eltern getrennt, weil sie einfach nur mehr gestritten haben, weil es nicht mehr gegangen ist. Und weil es einfach schwierig war. Meine Mutter war eine sehr selbstbewusste, sehr unabhängige, eine sehr strebsame Frau. Und sie hat sich gedacht, bevor ich mein Leben da so verbringe und immer warte auf meinen Mann, dass er vom Wirtshaus heimkommt, mache ich mich lieber selbstständig. Und so hat sie es gemacht, hat uns beide Kinder geschnappt, auf alles verzichtet, ist nach Linz gezogen und hat einen Schneidersalon eröffnet und hat dort wirklich fleißig gearbeitet und hat da sehr einen großen Erfolg gehabt in Linz. Und hat viele schöne Kleider genäht. Nur wir beiden Kinder, mein Bruder und ich, wir waren ja doch nur sehr, sehr klein und haben da in Linz am Graben gewohnt, also wirklich in der Innenstadt. Und wir waren schon manchmal ein bisschen einsam und verlassen da in unserem Kinderzimmer. Meine Mutter hat ja, die hat genäht immer bis 12 Uhr Mitternacht oder länger und das jeden Tag und hat untertags Kundschaften empfangen. Und mein Bruder und ich sind viel auf der Straße gewesen in Linz und ja, sind da umeinander zigeunert. Und manchmal haben wir es dann natürlich auch bunt getrieben dementsprechend, ja, weil wir waren ja auch ohne Vater, der uns zwar alle 2-3 Monate einmal besucht hat und das war auch ganz lustig. Aber es war natürlich nicht der Vater, den wir braucht hätten. Und dann hat meine Mutter eben einmal ganz bunt getrieben und hat gesagt, so, jetzt habe ich den Polizisten angerufen da von vorn, der früher hat nur Polizist die Kreuzung geregelt, und der kommt jetzt und nimmt euch mit. Und wir, um Gottes Willen, ne, haben uns gefürchtet, als wir. Das war halt früher einfach die Erziehungsmethoden, ne, was so üblich waren. Und so sind wir dann halt, jedes Mal war dann letzte Chance dann, ne, und der Polizist ist halt nicht gekommen. Aber diese Ängste, was in mein ohnehin schwaches Gemüt damals gekommen sind, also das war nicht ohne. Und ich kann mich erinnern, damals schon im Kinderzimmer, habe ich manchmal Besuch gehabt von einer Atmosphäre, die nicht schön war. Ja, und ich hab, heute weiß ich, was das war, aber es waren dunkle Mächte oft da und die nach mir gegriffen haben. Und das war als Kind äußerst erschreckende Erfahrung. Ja. Und meine Mutter hat dann einen neuen Mann kennengelernt, hat den ruckzuck wieder geheiratet. Das war ein sehr fescher Mann, mir war eigentlich ganz sympathisch. Aber die Ehe ist natürlich nach kürzester Zeit wieder gescheitert und meine Mutter
aufgrund von uns Kindern, weil wir wollten uns da nicht anpassen, und mein Vater hat, mein Bruder hat diesen neuen Vater segiert bis zum geht nicht mehr und hat dann bewusst ihm diese Ehe auch zerstört. Und so ist es dann gekommen. Wir sind dann noch 3 Mal insgesamt in Linz umgezogen. Insgesamt bin ich in meiner ganzen Jugendzeit und Kindheit, sind wir 11 Mal umgezogen. Ja. Meine Mutter war dann geschieden. Und die nächste Wohnung war fällig und die nächste und die nächste. Und wir waren immer in Linz unterwegs mit unseren Tretroller damals noch. Ja, und sind dann in dem Volksgarten und im Schillerpark unterwegs gewesen und erst nach Einbrechen der Dunkelheit oft heimgekommen und dann auch durchgehaut worden, weil wir zu spät dran waren. Und so ist es dahin gegangen und wir haben uns umeinander getrieben und waren so kleine Jugendbanden, so Kinderbanden. Und haben dann auch in der Nähe von der Föst gewohnt und dort haben wir uns zerkracht mit einer anderen Bande. Und so ist es eben zur Entscheidungsschlacht gekommen. Wir haben uns einen Termin ausgemacht, haben uns auf einer Wiese getroffen und haben Aufstellung genommen. Und der Erste nimmt einen Gummiringerl mit einem U-Hackerl drin, schießt und patsch, trifft mich genau ins linke Auge. Und ich habe mir das dann noch rausgezogen, weil ich gar nicht wusste momentan, was da eigentlich passiert ist. Und da hätte ich ihm fast mein Auge verloren, da war ich 10 Jahre alt, habe inzwischen schon die Volksschule fertig gehabt und beginne in der Hauptschule, oder war schon in der Hauptschule. Ich war dann sehr viel, aufgrund von dem Unfall, sehr viel im Krankenhaus. Ja? Und das eben in dem Alter, wochenlang im Krankenhaus. Ich habe dann noch seelisch bedingt Asthma gekriegt dazu, wo ich fast erstickt war. Und so habe ich viele, viele Wochen im Krankenhaus verbringen müssen. Und das hat mir eigentlich alles nicht so gut getan. Vor allen Dingen, man hat immer wieder seinen Freundeskreis verloren. Und so war das einfach, ja. Und zu guter Letzt haben die Ärzte gesagt, ja, der Bub braucht eine andere Umgebung, weg von Linz, weil damals war die Föst noch intensiv. Also da hat es noch richtig rausgekracht. Und da war, ich weiß, mein Großvater hat einen Schrebergarten gehabt, da waren auf die Pfirsiche war so eine Schicht Ruß drauf. Die waren schwarz, die Pfirsich. Und heute gibt es das nicht mehr, Gott sei Dank. Aber damals war das so. Und ich habe weg müssen. Dann sind wir nach Wels gezogen. Ja. Und in Wels hat meine Mutter dann wieder einen Schneidersalon eröffnet. Und das Spiel hat von vorn begonnen. Ich bin dann in die neue Schule, in die Hauptschule in Wels dann gewechselt. Und ich war halt dann immer der Neue. Gell? Und ich habe dann meine Unsicherheit oft überspült, indem ich in einer Klassenkasperl oder der Raudi war oder sonst irgendwelche besonderen Stickel gemacht habe, bis so Kinder einfach machen, die nicht ganz rund sind innerlich. Ja? Und ich war das nicht. Ich war als Kind und als Jugendlicher wirklich nicht rund, sondern mir hat es einfach innerlich, habe ich wie ein schwarzes Loch manchmal gehabt. Ich weiß nicht, wer das kennt, das war wirklich oft dunkel in mir, ich war verzweifelt oft und einsam gefühlt als Kind. Ich habe zwar meine Freunde gehabt, aber da haben wir nur Blödsinn gemacht und andere Leute geärgert. Und so ist es die ganze Zeit gegangen. Ja, ich habe dann die Hauptschule absolviert und dann kommt man in das Alter, so mit 14 Jahren damals, wo man sich entscheiden sollte, was will ich jetzt werden. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe mir gedacht, ja, was will denn? Weil ich habe mit der ganzen Welt eigentlich nicht allzu viel anfangen können, muss ich ehrlich sagen. Mir war das Ganze ein bisschen suspekt, wenn andere darüber geredet haben, ja, und ich mache jetzt dann einen Bausparer, wie man es in dieser anderen Werbung sieht von uns noch. Und, ja, und ich später mal werde ich ein Haus bauen und heiraten und Kinder und so. Das hat mir nichts gesagt. Da haben wir gedacht, eigentlich, das interessiert mich alles gar nicht, das will ich nicht. Und ganz ehrlich gesagt, haben wir gedacht, arbeiten gehen will ich eigentlich auch nicht. Und das war also natürlich schon eine gewaltige Fehlentwicklung, die ein Mensch erleben kann, wenn er nicht arbeiten gehen will. Ne? Oder ich wollte, wenn sie mich gefragt haben, Wolfgang, was willst du noch mal werden, habe ich immer gesagt, Pensionist. Vielleicht, fühle ich mich deswegen jetzt zu wohl. Ich weiß es nicht, obwohl ich sehr gern gearbeitet habe dann anschließend. Aber ich habe es wirklich nicht gewusst, ich war einfach orientierungslos. Was viele können sich das gar nicht vorstellen, weil sie diese Zustände nie erlebt haben. Aber ich habe das gehabt, ich habe nicht gewusst, was mache ich hier eigentlich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was wird das Ganze hier? Weil ich will nicht jeden Tag in der Früh aufstehen und hackeln gehen und dieses ganz normale und dann für sein Leben, das war mir ein bisschen suspekt. Und dann habe ich meinen Freund gefragt, habe ich gesagt, was wirst denn du eigentlich? Der hat dann gesagt, ich bin Elektriker. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das hört sich nicht schlecht an, aber Elektriker, die müssen doch diese Schlitze klopfen, wie man sagt, und mit Meißel und Hammer arbeiten, damals zumindest noch. Und das wollte ich nicht, haben wir gedacht, naja, wie Radiotechniker. Aber nicht in einer Lehre, sondern ich werde HTL besuchen, dann habe ich immerhin noch 4 Jahre,
wo ich praktisch rausgekommen bin, weil ich habe mir das nicht vorstellen können, dass ich wohl in eine Lehre gehe und da irgendwelche schweren Arbeiten verrichte. Das war mir eigentlich nicht vorstellbar. Und so, meine Mutter war begeistert von dem Plan, ja, und ich bin dann auf die HTL in Steyr gegangen, also damals war das eine Fachschule an der HTL, habe mich für Hochfrequenz- und Rundfunktechnik angemeldet, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und war eigentlich ganz interessant im ersten Jahr. Habe ich dann ein Internat gemacht, später dann habe ich schon mein eigenes Zimmer gehabt, wie man es auf diesem Foto jetzt sieht. Und ich habe heute extra Fotos mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, wenn da ein 65-Jähriger steht mit grauen Haaren, ja, und einem relativen Bauch und alles, kann man sich schwer vorstellen, dass das wirklich alles passiert ist. Deswegen habe ich so eine Illustration, das noch nicht jetzt, einfach nur das eine dabei. Und das kommt erst später. Und ja, und da bin ich dann auf die HTL gegangen und das erste Jahr, wie gesagt, war ganz interessant, aber dann hat es mich schon nicht mehr interessiert. Nach einem Jahr war die Sache eigentlich gelaufen, ja, und habe mir gedacht, nein, ich will ja gar nicht Radiotechniker werden, weil diese Dinge, diese Transistoren, wir haben dann erstmal einen Sender gebaut und Ö3 stören können und das war ganz lustig, aber haben wir doch das ganze Leben da irgendwie mit diesen Teilen umeinander da und löten und so, das kann es auch nicht sein. Ich habe einfach Sehnsucht gehabt nach was anderem, ja, nach was anderem. Und dort bin ich dann mit Menschen in Kontakt gekommen, dann, ich bin aus dem Internat nach dem ersten Jahr rausgeflogen, ich war das erste Jahr dort im Internat und da bin ich rausgeflogen worden, weil ich es auch darauf angelegt habe, ich wollte privat unterkommen, da sieht man dann mein schönes Zimmer, was ich dann gehabt habe. Das ist kein Gitterbett, sondern man hat solche Steuerrohrbetten, hat man früher gehabt. Ne? Das war die billigen Unterkünfte, war das so. Und einen Freund habe ich dann kennengelernt, der auch so gesonnen war wie ich. Und wir haben uns dann dieses Zimmer eben da geteilt, zu viert insgesamt. Und ich habe begonnen fortzugehen. In Steyr war damals sehr weit voraus, in negativer Hinsicht. Da hat es schon Lokale gegeben, wo man in Wels nur geträumt hat davon. Es war da alles schon zur Verfügung, mehrere Diskotheken, je nach Bedarf, verschiedener Art. Und da bin ich sehr gern hingegangen. Und dann natürlich finanziell war es schwierig. Und dann habe ich meiner Mutter immer zu den gehen Tanzkurs, dass ich wieder ein bisschen Geld kriege. Und in Wirklichkeit sind wir dann des Nächtens durch die Diskotheken in Steyr. Und in dieser Zeit habe ich dann ein Mädchen kennengelernt an der HTL und die hat anders ausgeschaut als die anderen. Die hat einfach ganz andere Ausstrahlung gehabt und da hat man gewusst, da ist was anders mit der. Und das war zu der Zeit, 71, 72, 73 umeinander in Österreich, wo die Leute begonnen haben, auch Drogen zu konsumieren, ja, und Haschisch zu rauchen. Und das war ziemlich... In den Medien ist das ziemlich ausgeschlachtet worden. Und zur gleichen Zeit hat es auch begonnen, dass eigentlich schon Ende der 60er, dass die ganze Rock-Pop-Musik, dass das so richtig Fuß gefasst hat. Aus England und aus den USA, die Rolling Stones und der Jimi Hendrix und so. Und die haben in ihrer Musik, haben ja die was transportiert. Und das hat voll Zugang gefunden in mein Herz. In mein Gemüt, was die so gesungen haben und auch die Melodien, ja, die haben was transportiert und da meinte ich, das gefunden zu haben, was ich immer vermisst habe, eben dieser Geist, der da transportiert worden ist, gerade bei Jimi Hendrix und Stones und Doors und wie sie alle geheißen haben, ja, und die haben das wirklich transportiert und es hat was entflammt in meinem Herzen, das hat was entflammt, nämlich eine Sehnsucht nach noch mehr Leben, nach schöneren Leben, und haben wir doch da in der Sparte könnte das eventuell finden. Und dieses Mädchen, ja, hat dann gesagt, naja gut, wenn es interessiert seid, ich wollte eigentlich Haschisch rauchen, aber die hat dann gesagt, naja, kommt mal vorbei, dann schluckt man einen LSD-Trip miteinander. Dann haben wir gedacht, um Gottes Willen, naja, aber feig wollen wir jetzt da nicht sein. Und tatsächlich haben wir uns dann dort getroffen, bei dieser Helga hat es geheißen in Steyr, und die hat uns dann sehr behutsam da mit LSD abgefüttert und es ist dann natürlich zur Sache gegangen, weil das eine Droge ist, die schon sehr tief in die Psyche geht und vor allen Dingen ins Gehirn und Dinge haben begonnen sich zu verändern und Farben sind auf einmal Klänge geworden und Klänge sind Farben geworden und auf einmal haben die Leute ausgeschaut wie ein Elefant oder wie ein Schweindel, je nachdem, also es war ganz
Und die Musik ist noch transparenter geworden, ist noch interessanter geworden. Und dann habe ich gedacht, ah ja, das ist es jetzt. Das ist was, genau das, was ich gesucht habe. Das Normale zu durchbrechen und in eine Welt einzudringen, die eben fantastisch ist. Ja? In so eine Zauberwelt und so, das hat mir irrsinnig getaugt. Und das haben wir dann begonnen, jedes Wochenende LSD zu nehmen und so ist es dahingegangen und Haschisch zu rauchen und dementsprechenden Menschen und Leute kennengelernt. Und damals war das ja noch so, dass der Drogenkonsum sehr stark mit Kriminalität da in Verbindung gestanden ist. Und ja, es war einfach damals ganz anders als heute und da hat man sich mit Menschen getroffen, die ja wirklich stark kriminell waren und die dann zu gewissen Vorbildern aufgestiegen sind auch für uns, was natürlich nicht waren. Ja. Und eines Tages war es so, dass keine sogenannten leichten Drogen wie Haschisch etc. gegeben hat. Und ein Bursche tritt an mich heran und sagt, der Gust, dass ich eben dieses schöne Zimmer habe, was man da zuerst gerade gesehen, du, kann ich mal bei dir einen Schuss drücken? Und haben wir gedacht, ah ja, der spritzt, aber mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Habe ich zu meiner damaligen Freundin habe ich gesagt, nein, mit dem möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, mit den Junkies oder Fixer oder wie man damals gesagt, das ist ja unterstes Niveau, nein, eigentlich nicht. Habe ich gesagt, aber gut, die Bude kann ich ihm zur Verfügung stellen. Und wir sind dann losmarschiert zu Fuß, das war ziemlich weit zu gehen. Und meine Freundin sagt unterwegs, was der Wolf, das haben wir uns auch rein. Wie man halt damals so geredet hat. Da habe ich gesagt, geil, bist du arg, das können wir dann nicht nehmen und so. Aber dann, wie es dann so weit war, der hat es dann hergerichtet in mein Zimmer, die Spritzen aufgezogen. Und meine Freundin hat gesagt zu dem Wurm, Wuchtel hat der geheißen, ich glaube, der lebt sogar heute noch, und hat gesagt, gib uns auch ein bisschen was. Nein, ist eh so wenig. Aber er hat uns dann ein bisschen was abgegeben und hat dann meiner Freundin zuerst und dann mir das gespritzt und ich habe dann den Arm im Hick gehalten, weil ich es selber noch nicht kennen habe. Und ich habe aber schon ganz genau gewusst, in dem Moment, dass ich da was sehr Böses tue jetzt, dass das, was ich da jetzt mache, das ist nicht mehr lustig, sondern wenn ich das mache, dann wird es ernst. Und habe mir gedacht, aber das Herz hat mir geklopft und ich war neugierig und ich wollte einfach diese Erfahrung machen. Und der hat uns dann Morphin gespritzt und das ist eingefahren und hat eigentlich, das hat diese teuflische Eigenschaft, dass es genau diese Defizite in einem Menschen, der Defizite hat, genau dieses Loch, das Schwarze, das füllen diese Drogen aus, besonders die Opiate. Heroin ist damals noch nicht so auf der Szene gewesen, aber Morphin und Opium hat es gegeben. Und das hat die Eigenschaft, dass es dir ein Gefühl vermittelt, was ein Mensch noch nie erlebt hat, der eben depressiv veranlagt, weil ich sage mal so depressiv und traurig war. Und auf einmal hat es gepasst, auf einmal war alles erfüllt und alles war gut. Dann haben wir gedacht, na doch, jetzt habe ich es gefunden. Das ist die Lösung aller Probleme. Und so ist es in unserem Wahnsinn ist es dann so losgegangen. Ich war damals 17 umeinander, glaube ich. Und es ist nur mehr ums Opiatspritzen gegangen. Also das war, es ist alles andere war Nebensache. Ab Beginn weg, es sind damals sehr viele Apotheken aufgebrochen worden, wo diese Sachen eben hunderte Grammweise lagernd war. Und wir haben gespritzt und gespritzt und gespritzt und sind nur mehr gelegen und Musik gehört und das war eigentlich das Leben. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass das sehr teuer ist, diese Drogen, ja. Weil da hat man damals ja, schon 500 Schilling noch gezahlt für so einen Schuss. Ich weiß nicht, wer nur Schillinge erlebt hat. Und das war sehr teuer. Ja? Und jetzt haben wir immer wieder was Neues einfallen lassen müssen. Wie kommen wir zu dem Geld? Und ja, am Anfang hat meine Mutter wieder herhalten müssen. Ich brauche neue Hosen, ich brauche dies, ich brauche das. Aber irgendwann geht das auch nicht mehr. Und dann sind wir einbrechen gegangen. Ne? Dann sind wir in der Nacht losgezogen mit einem Rucksack, haben Zigarettenautomaten aufgebrochen und verschiedene Geschäftslokale aufgebrochen, die Kassen dann entleert. Und bis dann eines Tages die Polizei vor der Tür gestanden ist. Ja? Dann ist die Polizei da gestanden und dann war es eigentlich Schluss mit lustig. Dann sind wir verhaftet worden und zwar damals noch nicht eingesperrt, aber verhört worden. Und ja, mein Freund hat alles verpfiffen, somit hat es auch keine Chancen mehr gegeben, ungeschoren davon zu kommen. Und das große Wunder war aber, dass wir an dieser Schule bleiben haben können. Der Direktor, der hat dann gesagt, ja, ich kann da bleiben, ich kriege zwar einen Fünfer in Betreuung, weil ich das Ansehen der Schule geschändet habe, aber ich darf da meine Reifeprüfung fertig machen. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Und ich habe dann eine Verhandlung gekriegt, habe eine bedingte Vorstrafe gekriegt.
Damals ist das nur bestraft worden, also mit 4 Monaten schweren, verschärften Kerker, mit Fasttag, aber wie gesagt, auf Bewährung. Und somit war ich abgestempelt und habe zum Kreis der Kriminellen gehört und irgendwie habe ich das cool gefunden, ne? Weil man hat ja damals völlig schräg gedacht und endlich hat man so richtig dazugehört und das alte Leben, also dieses normale Leben war wirklich abgeschlossen und die Brücken waren abgebrochen und es ist eigentlich nur mehr diesen schlechten Weg jetzt dahin gegangen. Meine Freundin und ich und meine Freunde, wir haben nichts anderes zu tun gehabt als Drogen aufzustehen, das war der Sinn des Lebens. Und dann war eben die Reifeprüfung. Ich bin dann mit Ach und Krach durchgekommen. Ich habe eine Nachprüfung gehabt. Der Professor hat mir sogar die Chance gegeben und so habe ich sogar die Reifeprüfung noch bestanden. Bin dann arbeiten gegangen in Steyr in einer Elektronikfabrik und habe aber gemerkt, nach 2-3 Tagen, ich halte das überhaupt nicht aus. Das ist ja völlig unerträglich. Da war ein Fließband. Und alle Geräte, was nicht funktioniert haben, die sind zu mir gekommen und die hätte ich reparieren sollen. Erstens habe ich es nicht kennen und zweitens war das der Wahnsinn. Ne? Und nach 3 Tagen bin ich im Krankenstand gekommen und das war die Kündigung. Und damit war mein Arbeitsleben mehr oder weniger beendet. Und ich bin dann in Steyr geblieben und, Entschuldigung. Ach, köstlich. Ich bin dann in Steyr geblieben, wir haben uns ein Zimmer genommen und dann hat eine sehr, sehr schlechte Zeit begonnen, ja, also die nur von Kriminalität gezeichnet war, Einbrechen und so, lauter solche Sachen. Und ich habe meine damalige Freundin, sind wir dann auf die Idee gekommen, wir könnten eigentlich heiraten, weil damals war die Regierung Kreisky, das ist sehr lange her, und da hat es, glaube ich, 15.000 oder 20.000 Schilling hat's Heiratszuschuss gegeben. Und dann haben wir gedacht, naja, es passt eigentlich ganz genau. Und dann haben wir geheiratet, ja, ist unbeschreiblich, also. Und haben dann das Geld gekriegt und nach ein paar Wochen war das auch weg. Und somit waren wir zwar verheiratet, aber das Geld hat eigentlich fast nicht gekriegt, das war sofort verbraucht. Und somit ist mit den Apothekeneinbrüchen weitergegangen und ich war meistens eben der Hehler, dann, der die Sachen auch verkauft hat, weil zum Einbrechen selber war ich zu feig, das haben andere erledigt, aber ich habe dann eben die Ware verkauft und bin natürlich verhaftet worden dann und dann ist es ernst worden. Dann bin ich eingesperrt worden, bin in Untersuchungshaft gewesen, weiß nicht mehr, in Steyr und St. Pölten war ich in Untersuchungshaft und das war wirklich grausam. Ich habe dann dort meinen richtigen Entzug machen müssen, ja, also unvorstellbare, das waren ja damals nur Kerker. Und meine Mutter dann Rechtsanwalt engagiert, einen sehr guten und der hat mich dann da im Ausser gebracht, der hat ein Vermögen gekostet. Und so war ich wieder heraus, aber es ist natürlich genauso weitergegangen. Und nach kürzester Zeit bin ich eben wieder verhaftet worden, ist wieder die Kriminalpolizei da gestanden. Und diesmal bin ich dann richtig eingefahren, war dann in Wels in Untersuchungshaft einige Zeit und habe dann meine Verhandlung gekriegt und bin verurteilt worden zu 20 Monaten Knast. Und das war schon wirklich hart für mich. Und wie ich da in der Untersuchungshaft war, ja, bin ich in so eine Zugangszelle gekommen und ich habe genau gewusst, was mir bevorsteht. Diese lange Haftzeit habe ich mir gedacht, nein, das werde ich eigentlich nicht mitmachen können, das will ich nicht mehr. Und außerdem, mein Leben ist kaputt, ich bin erledigt, ich könnte mich eigentlich umbringen. Ne? Und dann habe ich mir aber gedacht, nein, umbringen da nicht, aber ich könnte es vortäuschen zumindest. Und die dritte Idee war dann, ich könnte mein Leben dem Satan geben. Weil das hat man schon gewusst, dass es sowas gibt und dass man der dann hilft. Und dann haben wir gedacht, naja, dann schneide ich mir auf und schreibe dann einen Text und gebe mein Leben dem Satan und der holt mich dann sicher aus dem Knast. Das habe ich gewusst, dass der das macht, obwohl ich ihn so nicht kennt habe, Gott sei Dank. Und ich habe mich dann mit so einem Blechstück dann aufgeschlitzt und das Blut geronnen ist. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, nein, das ist zu arg. Nein, da vertraue ich lieber auf Gott und habe dann gebetet, lieber Gott, hilf mir. Das ist gescheiter gewesen. Und bin dann kurz verprügelt worden von den Wachebeamten eben für meine Tat, was ich da gemacht habe. Ich habe gehofft, dass ich ins Krankenhaus komme und dort dann flüchten kann. Dem war aber nicht so. Sondern ich habe eine Tracht Prügel gekriegt und bin aber dann Gott sei Dank am nächsten Tag in eine normale Zelle gekommen. Habe dann meine Verurteilung gekriegt. Ja, bin insgesamt 8 Monate in Wels in Untersuchungshaft gesessen und bin dann den Rest der Haft nach Wien überstellt worden. Und dort hat es ein Gefängnis gegeben, das ganz neu
nicht baut ist nicht, weil das war ein furchtbarer alter Knast, aber es ist ein ganz neues Gefängnis gewesen für drogenabhängige Rechtsbrecher. So genauso wie es gibt für die Minderbemittelten und geistig gestörten Rechtsbrecher, sind für Drogen, haben wir gedacht, ja super, wenn wir da hinkommen, das wird toll, alles weiß gefliest und Therapie und so. Ja, wenn wir hinkommen sind, das war der Vorhof zur Hölle, das ganze Haus, also mit zig Junkies da eingesperrt sein, also das war unerträglich, den ganzen Tag ist nur um Drogen und um Frauen und furchtbare Zustände, also die Atmosphäre war zum, man ist fast erstickt, ne? Und ja, aber das ist vorbeigegangen dann und da hat mich Gott das erste Mal bewahrt, dass ich nicht ums Leben gekommen bin, weil meine Freundin hat mir Heroin ins Gefängnis geschmuggelt und ich habe mir das in der Zelle, wollte mir spritzen und meine Kollegen sagen, ja, gib uns auch ein bisschen was. Und man dachte, nein, weil dann spüre ich nicht so viel. Aber ich habe dann gedacht, naja, ich bin ja immer ein guter Kerl gewesen, also da habt ihr die Hälfte. Und den verbleibenden Rest habe ich mir da am Klo im Knast gespritzt und ich habe nicht einmal mehr die Nadel rausziehen können und bin gleich umgefallen und bin da gelegen. Und die haben mich dann geschnappt und ins Bett gelegen und da bin ich stundenlang da gelegen und ja, ich bin halt nicht gestorben, sondern ich habe das überlebt. Das hat dann einmal eine Woche Beamte einer geschaut und gesagt, was ist mit dem los? Und die haben gesagt, naja, der schlaft, er hat so schlecht geschlafen, der schlaft jetzt. Ne? Aber die hätten mich da sterben lassen, also das wäre sicher gewesen. Aber Gott sei Dank habe ich es überlebt, bin dann eben nach knapp anderthalb Jahren aus der Haft entlassen worden und bin blöder da gestanden als je zuvor und kaputter und hoffnungsloser als ever. Also das war, ich weiß nicht, die Tür ist aufgegangen, ich stehe da mitten in Wien und bin dann irgendwo am Bahnhof und habe mein Ticket geholt, bin heimgefahren zu meiner Mutter. Und meine Mutter, die hat eigentlich immer zu mir gehalten. Also meine Mutter war eine ganz spezielle Person und die hat wirklich zu mir gestanden in den schwersten Zeiten. Und eines Tages war es ganz schlimm und dann hat sie mich gesehen in meinem Zimmer, wie mir gerade die Nadel einstich. Und für die Mutter war das natürlich ein Stich ins Herz. Und sie ist dann ins Wohnzimmer gegangen und hat es mir später erzählt. Ne? Und hat sie dann hingesetzt und hat sie gedacht, sie stürzt jetzt vom Balkon da aus dem siebten Stock runter. Und hat es dann aber doch nicht gemacht, sondern hat sie auf ihr Couch gelegt und ist eingeschlafen. Und im Traum, das hat sie immer wieder erzählt, im Traum ist ihr ein großes Licht erschienen. Und sie hat gesagt, das war Gott. Gott ist ihr erschienen im Traum und hat gesagt, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut mit dem Wolfgang. Ne? Und das muss wirklich Gott gewesen sein. Ja? Und von da an hat sie immer einen Glauben gehabt. Sie hat mir immer dann gesagt, Wolfgang, wirst sehen, eines Tages bist du wieder gesund und ein normaler Mensch. Und man dachte, naja, mein Gott, für sie ist gut, wenn sie das glaubt. Ich glaube es nicht. Und die Drogenkarriere ist natürlich dann weitergegangen, nach dem Knast, schlimmer als je zuvor. Es ist sofort wieder zu einer neuerlichen Verhaftung gekommen. Und diesmal habe ich gewusst, wenn ich jetzt einfahre, dann komme ich nicht mehr so schnell raus. Und Gott sei Dank waren das aber Gendarmen damals, die von der Materie wenig Ahnung gehabt haben. Die haben uns ein paar Watschen gegeben und haben uns dann aus dem Kommissariat also rausgeschmissen. Und ich habe gewusst, ich muss weg, weil wenn das die Kripo erfährt, dann fahre ich ein, wie man damals gesagt hat. Ne? Und ich bin heim zu meiner Mutter, habe gesagt, Mama, ich muss sofort weg. Ich muss weg, weil sonst gehe ich in den Knast für Jahre. Und meine Mutter, die hat das sehr gut verstanden und hat mir da eine Flucht organisiert. Eine Bekannte hat mich dann in ihrem Auto im Kofferraum über die deutsche Grenze geführt, nach München, wo mein Bruder gewohnt hat. Und mein Bruder habe ich dann überredet, habe ich gesagt, Hans, der war so ein Abenteurer, aber er hat halt doch immer gearbeitet, hat auch Drogen genommen, aber nicht so verrückt wie ich. Habe ich gesagt, Hans, weißt du was, wir fahren nach Indien, da ist so super. Und Indien war ja damals der Hotspot, das war das verheißene Land praktisch für die ganzen Drogenabhängigen, war Indien, besonders Nepal mit Kathmandu, das war so wie für die römisch-katholischen der Vatikan. Ne? So war das für, an der Hippie-Szene damals der Treffpunkt für Geschädigte aus der ganzen Welt. Ne? Und mein Bruder, ah ja, super, das machen wir. Ne? Und dem hat das gleich gefallen. Ja? Und gesagt, getan, es würde jetzt zu weit führen, das alles auszuschmücken, aber gesagt, getan, wir sind im Flugzeug gesessen nach Indien, ja, nach Bombay geflogen und haben gedacht, super, endlich in Indien und aus dem Flughafen raus ins Taxi
Dann habe ich zuerst einmal gedacht, ich bin im Vorhof der Hölle gelandet, ne? Weil damals in den 70er Jahren in Indien das unvorstellbar. Der Dreck, der Gestank, das Elend, die Menschen auf der Straße gelegen, verkrüppelte Kinder. Also das ist ein Schock momentan, den kaum jemand verkraften kann. Und das war so furchtbar. Aber nach ein paar Tagen war das schon normal und es ist losgegangen. Ich habe wirklich diese Dinge vorgefunden, Drogen zu kleinen Preisen und in Hülle und Fülle. Ja, und so ist es gegangen. Mein Bruder ist dann nach 4 Monaten heimgeflogen. Und ich bin auch mit ihm mitgeflogen nach 4 Monaten und bin dann angekommen. Da haben meine Mutter gesagt, weißt du was, Wolfgang, die Kriminalpolizei sucht dich, was machst du hier? Ne? Und ach so, okay. Da hat meine Mutter Geld gegeben, wieder nach München am Flugplatz und sofort wieder nach Bombay. Und dann bin ich in Indien geblieben und habe gedacht, da kehre ich nie wieder zurück. Ich bleibe jetzt da und da führe ich den Rest meines Lebens. Und dort ist am Anfang ja ganz gut gegangen, weil ich ein bisschen Geld gehabt habe von daheim. Die Mama hat mir was mitgegeben und so kleine Geschäfteln auch gemacht und habe mir dann meine Drogen dort kaufen können und bin dann gependelt. Jetzt kommt man dann wieder, da haben wir schon ein Foto, ja. Das ist in Goa 1978 gewesen, da ist mir ganz gut gegangen gerade, weil sonst kann man eh keine Foto machen, wenn es einem schlecht geht. Nicht? Da habe ich ein bisschen Geld in der Tasche, so Motorräder mieten können und da war ich schon der King. Das war natürlich eine tolle Sache. Und da hat man aus der ganzen Welt eben die Drogenabhängigen, die Verrückten und die Hippies getroffen. Von Wels einer nach den anderen ist auf einmal da gestanden auf der Tacken. Also es war unglaublich. Und mir hat es wirklich gefallen, muss ich ehrlich sagen, am Anfang. Ja. Aber nach einem Jahr, man ist dann im Winter ist man immer in Goa gewesen. Kannst du vielleicht das zweite Bild? Achso, nein, das ist nicht. Ja, und im Sommer ist man dann in die Berge nach Nepal, nach Kathmandu gefahren und hat dort die Zeit verbracht. Und da hat es eine Straße gegeben in Kathmandu, die sogenannte Freak Street, hat die geheißen. Und das war wirklich der heilige Gral, das war der Treffpunkt für diese Menschen. Und dort hat man schöne Geschäfte machen können und billig leben und eben Drogen konsumieren. Aber der Zusammenbruch ist wieder gekommen, es ist mir immer schlechter gegangen, das, auf einmal kein Geld mehr gehabt. Und eines Tages auf der Straße gelegen, ja, kein Geld mehr für ein Hotelzimmer, ich habe mich abends hingelegt auf die Straßen und habe da am Asphalt geschlafen, auf einer Strohmatte und das gewandt als Kopfpolster und ein Decken zum Zudecken und habe ein Leben eigentlich dann zeitweise geführt, wirklich wie ein Bettler. Ich war verlaust, von oben bis unten verdreckt und war ein Schnorrer und habe mir so meine täglichen Injektionen zusammenschnurren müssen, die dann so ganz billig waren. Und der seelische Abstieg ist gleich mit gleicher Geschwindigkeit gegangen. Ja, die Verzweiflung ist langsam in mir hochgekommen. Und ein besonderer Moment da in Kathmandu war, da war ich weit außerhalb, da war so ein Tempel und da hat man einen Berg hochklettern können und da hat man das ganze Himalaya-Gebirge gesehen. Ja. Und ich sitze da und denke mir, ist das schön, die Natur, ist das schön. Aber auf der anderen Seite habe ich gesehen, wie krank, dass ich bin und wie kaputt, dass ich bin und wie elend. Und ich muss sagen, die Natur, wie Gott sie geschaffen hat, hat mich überführt, dass mein Leben echt nichts ist, dass das nur mehr ein Haufen Dreck ist, was ich da mache. Und ich habe es mit der Angst gekriegt. Ich habe es wirklich mit der Angst gekriegt. Ich habe gedacht, ich werde sterben. Und bin aber dann wieder zurück nach Goa und so weiter und habe dann jede Nacht Albträume gehabt. Das hat dann begonnen, monatelang habe ich jede Nacht Traum, ich sitze in der Todeszelle und warte auf meine Hinrichtung, aber ganz real. Das habe ich jede Nacht geträumt und bin schweißgebadet und geängstet aufgewacht. Und dann habe ich gedacht, da war ich inzwischen 25 Jahre. Und dann haben wir gedacht, das ist jetzt genau 40 Jahre her. Ne? Und ich war inzwischen 25 und entweder haben die Gebete meiner Mutter zu wirken begonnen, was ich ganz sicher glaube, aber auch der Intellekt hat auf einmal angefangen, ein bisschen zu denken. Da haben wir gedacht, muss ich denn so leben? Ich habe teilweise die indischen Bettler, die auf der Straße gesessen sind, oder so ein Schuster, der so Schuhe geflickt hat, die habe ich beneidet. Da haben wir gedacht, die sind zwar arm und hungrig, aber die legen sich abends hin und können schlafen. Das kann ich nicht. Wenn ich meine Drogen habe, geht es mir entsetzlich schlecht. Und dann haben wir gedacht, muss das sein? Und ich habe solche Nöte erlebt. Ich habe solche Nöte gehabt. Ich war teilweise nächtelang bin ich umeinander gezogen in der Stadt, weil ich keine Heimat gehabt habe, nichts zum Niederlegen gehabt habe und hungrig war.
und elend war. Ich habe teilweise nur mehr kurze Hosen mehr gehabt und ein Hemd und nicht einmal Schlapfen, nicht einmal Flipflops mehr. Und so bin ich um einen Anzug. Und in der Früh, wenn ich mir dann ein bisschen was erschnurrt habe, dann habe ich überlegt, soll ich mir da ein Ei drum kaufen, das hat auch einen Rupi gekostet, soll ich mir da was zum Essen kaufen, weil ich so einen Hunger habe, oder soll ich mir einen Schuss dafür kaufen. Also so verzweifelt war ich. Wie es die Bibel schildert, da gibt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, wo der verlorene Sohn dann am Ende bei den Schweinen sitzt und die Schweindeln das Essen weggiert. Und in genau der Situation war, ich kann es nicht anders beschreiben, ja, ich war so verzweifelt, so hungrig, so elend und so eine arme Kreatur, kann man nur sagen, wirklich, ja, durch eigene Schuld war wirklich eine arme Kreatur. Und da habe ich überlegt, was könnte ich da tun? Und dann habe ich mit meiner Mutter habe ich immer sehr guten Kontakt, trotz allem gehabt und habe einen Brief geschrieben und gesagt, weißt du, Mama, ich möchte aufhören mit dem Leben, kannst du mir helfen? Ich möchte wieder heim und ich möchte ein normales Leben führen, zwar nicht in Österreich, weil da kann ich nicht hin, da suche ich mir die Polizei, aber in Deutschland vielleicht oder so. Und meine Mutter ist da gleich voll eingestiegen drauf und ich habe ihr geschrieben, natürlich in Wirklichkeit viel längere Geschichte, aber das führt zu weit. Ich habe geschrieben, weißt du was, geh zum Hausarzt, nimm einen Haufen Medikamente mit, ich mache da in Indien jetzt meinen Zug und wenn ich den überstanden habe, dann fahre ich heim. Ja wirklich, meine Mutter ist nach Bombay geflogen, hat kein Wort Englisch können und hat das irgendwie, hat sie das auf die Wege gebracht und wir haben uns getroffen und habe ich gesagt, ja Mama, ich mache das jetzt. Und dann habe ich wirklich die Drogen abgesetzt, wir waren da in Goa in so einer Pension und ich habe die Drogen abgesetzt und habe gedacht, ach, Schluss damit, und war dein Zug noch so hart, das ziehe ich durch. Ja, was war in Wirklichkeit? Ich habe fast die ganzen Medikamente da auf einmal zusammengefressen, muss man fast sagen, ja, und bin dann außer Rand und Band gewesen. Aufgewacht bin ich in einer Psychiatrie am nächsten Tag oder was man halt so bezeichnen hat können damals, das war so eine Art Krankenhaus, ja, für psychisch Kranke. Und dann bin ich auf einer Bank gesessen, bin dann erwacht und meine Mutter sagt, ja Wolfgang, weißt du nicht, was passiert ist? Also ich muss mich furchtbar gebärdet haben, weil der Entzug eben so stark war. Ich kann mich nur an eins erinnern, dass, weil ich geraucht habe, ist mir Aschen, ist mir aufs Bett durchgefallen, aufs Leintuch. Ja, das war ganz ein weißes Leintuch und da ist die Aschen. Und in meinem wahnsinnigen Entzug, ja, in dem starken körperlichen Entzug habe ich, und durch die vielen Medikamente habe ich geglaubt, das ist Morphium, was da liegt und habe dann das Kratzen angefangen auf der Matratzen, um das Morphium zu kriegen, was in Wirklichkeit Asche war. Also entsetzlich, entsetzlich. Und am nächsten Abend sind meine Mutter und ich in einem Restaurant gesessen, da am Strand in Goa. Ich habe mir inzwischen wieder mein Morphin besorgt, weil es anders nicht gegangen ist. Und meine Mutter, wie habe ich euch erzählt, hat immer an mich geglaubt. Und da sitzen wir uns dann gegenüber, ja, und haben gut gegessen, Fisch und ein Bier getrunken. Und dann sagt meine Mutter, weißt du was, Wolfgang, jetzt glaube ich es auch nicht mehr. Ich glaube echt, dass du süchtig bleiben musst, weil du bist so stark abhängig, das geht einfach nicht mehr. Da haben wir gedacht, boah, der letzte Mensch, was an mich geglaubt hat, ne? Wie furchtbar. Und haben wir gedacht, was mache ich jetzt? Ja? Aber meine einzige Lösung war, mir was zu spritzen. Und wir sind dann heimgegangen in die Pension. Meine Mutter war auf der Terrasse und ich habe meinen Schuss fertig gemacht. Und das war damals üblich, man hat das dann gegen das Licht gehalten und ich sehe diese Tinktur, diese Flüssigkeit hat ein bisschen eine andere Farbe als sonst. Und ich war ein bisschen vorsichtiger, haben wir gedacht, naja, lieber nur die Hälfte mal spritzen. Und ich spritze mir diese Hälfte und das Zeug fährt ein, es ist ja direkt von der Vene in den Körper. Und ich bin hochrot geworden im Moment am ganzen Körper. Ja. Das Herz hat zu rasen begonnen, bum, 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 hat zu rasen begonnen. Ja. Ich bin völlig erblindet, ich habe nichts mehr gesehen. Ja. Fürchterliche Schmerzen am ganzen Körper. Ich habe dann so später was im Spiegel gesehen, so weiße Quaddeln am ganzen Körper gekriegt. Das war einfach so kodeinlastig, das Zeug wahrscheinlich, und das kann man nicht intravenös spritzen. Und die Todesangst ist gekommen, und das Herz ist, hat immer schneller gerast. Und ich habe wahnsinnige Angst gehabt, ich habe so eine Todesangst gehabt, weil ich gewusst habe, jetzt kriege ich die Rechnung präsentiert. Jetzt, das ist der Schlusspunkt, jetzt wirst du sterben. Ja. Und das war so real, also ich habe das, die Todesangst ist eine Angst, ich glaube die stärkste Angst, die ein Mensch erleben kann. Und die Todesangst war so stark, ja, das hat es dann noch beflügelt, dieses Herzrasen und dieser ganze Körper ist in Flammen gestanden. Ich kann's, wie wenn ich im Feuer sitze, war das. Ne? Und habe gewusst, so, jetzt stirbst.
Jetzt stirbst, das war's. Und mein ganzes Leben ist an mir vorbeizogen, wie man so oft hört. Das ist wirklich, in Sekunden habe ich gesagt, Wahnsinn, um Gottes Willen, was habe ich denn getrieben? Ich habe nur Blödsinn gemacht, nur, das Wort Sünde habe ich damals noch nicht so real in mir gehabt, aber es war praktisch nur Sünde und Egoismus und reiner Egoismus, weil ich immer nur wollte, dass es mir gut geht und wie ich meine Umgebung geschädigt habe und so, das ist alles so vorbeizogen. Und habe ich gewusst, und so stirbe ich jetzt, in diesem schuldbeladenen Zustand stirbe ich jetzt, und zwar auf furchtbare Art. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das kann es nicht sein. Und dann habe ich gebetet, habe ich gesagt, lieber Gott, bitte hilf mir, ich will ein anständiger Mensch werden, ich will da raus, ich will umkehren, bitte hilf mir. Und ich habe es aber nicht sprechen können, auch das Gebet habe ich nur mehr denken können, ja, weil mein Mund, oh, das Wahnsinn, wie man es ausgeschaut hat, wie ein Frosch oder was. Und in dem Moment habe ich gemerkt, der Tod zieht sich zurück. Das war wirklich, das war echter Tod, der mich da im Griff gehabt hat. Man sieht das beim Jedermann, ja, wie das als Theater aufgeführt, wie der kommt mit der Hand und legt es dem Jedermann auf die Brust. Und so war das bei mir auch, nur halt wirklich ganz, ganz real. Und langsam habe ich gemerkt, dieser Druck geht weg. Und dann habe ich, nach 10 Minuten war das ein bisschen besser dann. Und ich habe gemerkt, ich habe es überlebt. Ich habe die Sache überlebt. Und es ist nur einmal gut gegangen. Und dann bin ich zusammengebrochen, ja, habe geweint über mein Leben, habe bitterlich geweint über mein Leben, was ich aus mir gemacht habe, was ich meine Umgebung anschauen lassen habe. Und dann habe ich gedacht, was mache ich aber jetzt? Was mache ich? Ich habe meiner Mutter das nicht erzählt, weil ich wollte sie nicht erschrecken. Ich habe nur gesagt, weißt du was, Mama, ich fliege mit zurück. Und meine Mutter sagt dann, ja, Wolfgang, es gäbe eine Möglichkeit für dich. Ich habe da Menschen kennengelernt in Deutschland und die haben eine Therapie für Drogenabhängige und bei dir gibt es keinen Zug, da gibt es keine Zugserscheinung. Da haben wir gedacht, nein, Blödsinn. Aber gut, mag sein, ja, was soll ich noch an? Mir bleibt nichts mehr anderes über, ich probiere das aus. Okay. Ich habe gesagt, jawohl, ich fliege mit und ja, es sind viele, viele Dinge passiert, aber es wird noch eine Stunde dauern. Jedenfalls nach ein paar Tagen sind wir im Flugzeug gesessen von Bombay nach Frankfurt und meine Mutter hat noch einen Haufen Drogen in der Handtasche eingenäht gehabt, dass sie den Flug überhaupt machen, dass sie hätte es uns nicht durchführen können. Das war unmöglich und auch für die erste Zeit dort. Und dann habe ich gedacht, wenn es schief geht, dass ich gleich ein bisschen was habe. Und meine arme Mutter hat da durch den Zoll gehen müssen. Da sind auch noch Dinge stattgefunden, die unglaublich sind. Aber wir sind durchgekommen und sind dann in ein Hotel. Und am nächsten Tag war ich dann in diesem Haus in Norddeutschland, war das in der Nähe von Hannover. Und dieses Haus hat Haus der Gnade geheißen. Und da habe ich mir gedacht, naja, was kann das sein? Weil ich mir da was ganz anderes vorgestellt. Und dann sind wir rein, ja genau, da haben wir jetzt das Bild, genau. Und da sind wir dann rein. Und das war ein ganz normales Einfamilienhaus, also nichts Besonderes. Ich habe mir da so eine Anstalt vorgestellt, aber das war ein ganz normales Einfamilienhaus mit einem sehr großen Grundstück. Und die Besitzer von dem haben dort immer so eine Drogentherapie gemacht. Und dann komme ich rein ins Büro. Ja, also du willst bei uns bleiben, okay. Aber wir haben da eine Hausordnung und die Hausordnung solltest du durchlesen und unterschreiben. Und die lesen wir das durch, naja, da steht drin, dass man um die und die Zeit aufsteht und Zähne putzt und so weiter. Aber der erste Punkt ist gestanden, ich will durch die Hilfe von Jesus Christus gesund werden an Geist, Seele und Leib. Und man sagt, vom Regen in die Traufe, ich will doch nicht fromm werden. Jesus Christus, was ist das? Der kann mir doch nicht helfen. Und dann sagte, naja, aber ich bin dann da geblieben, zu meiner Mutter gesagt, weißt du was, ich bleibe da eine Woche und schaue, dass ich das halbwegs über die Bühne kriege und dann schauen wir weiter, fahr du heim. Meine Mutter ist dann heimgefahren, ich bin zurückgeblieben und war noch, ich habe mir dann in dieser Stadt am Kaufhaus noch den letzten Schuss gedrückt, dass ich nicht da ohne hinkomme. Und so ist es mir nicht schlecht gegangen und dann haben die gesagt zu mir, Wolfgang, du brauchst dir keine Sorgen machen, bei uns gibt es keine Entzugserscheinungen, weißt du, der Herr Jesus ist bei uns. Und da sind so viele schon gesund worden und du wirst keinen Zug haben. Dann haben wir gedacht, sei Blödsinn. Aber dann ist die erste Nacht vergangen und am nächsten Tag war ich natürlich dann schon nüchtern. Ja, die Wirkung war weg und ich habe das nicht fassen können. Es sind keine Entzugserscheinungen eingesetzt. Diese fürchterlichen Schmerzen in Händen und Füßen und ja, kann man ausschmücken jetzt bis zum Gehen. Jedenfalls äußerst unangenehm.
diese starken körperlichen Entzugserscheinungen, an die ich immer gescheitert bin, die waren nicht. Die haben einfach nicht stattgefunden. Und ich habe das nicht fassen können. Ich habe gedacht, naja, irgendeine psychische Reaktion, vielleicht am nächsten Tag. Und am nächsten Tag wieder nichts und am übernächsten auch nicht. Und es war nichts. Und ich habe kein Gier mehr gehabt nach Drogen. Ja? Die war weg, wie wenn es nie da gewesen, in Luft aufgelöst. Aber ich habe immer noch nicht gewusst, warum das so ist. Und dann ist ein beherzter Mitarbeiter gekommen vom Urlaub und der hat mich gleich vorgeknöpft und hat gesagt, weißt du, das ist Jesus Christus, der macht Gebundene frei und heilt, so wie er früher die Leprakranken gesund gemacht hat, macht er jetzt die Süchtigen gesund. Und das ist für ihn überhaupt kein Thema nicht. Und wenn du willst, dann beten wir gleich miteinander und du nimmst ihn als Herrn und Erlöser an. Da haben wir gedacht, na, wirklich nicht. So nicht. Das ist ja das Groteske und das Wahnsinnige, dass man zwar das Wunder am eigenen Körper gespürt, aber durch meine Widerspenstigkeit und Rebellion war es mir nicht möglich, dass ich da einfach Ja sage. Und Diskussion hin und her, hat er gesagt, ja, das ist so wie eine Glühbirne praktisch, die nicht in der Fassung ist und wo kein Strom, die nicht leuchtet, ist eine Glühbirne umsonst. Und so ist dein Leben umsonst, wenn du denn mit Jesus in Verbindung gehst. Haben wir gedacht, naja, muss ich schon was Besseres einfallen lassen. Und so ist die, ja, und ich hätte mich nicht auf das einlassen, aber auf einmal war, das hört sich für manche lustig an, aber es war so, wie wenn ein Engel oder irgendwas gekommen ist und hat mir am Hinterkopf leicht einen Klaps gegeben und auf einmal hat es mich gerissen und wie ein Glasglocken, was um mich wegzerbrochen ist, auf einmal habe ich klar denken können und habe gesagt, naja, warum widersprichst du eigentlich immer bei allem? Das, mein ganzes Leben war immer alles dagegen, dagegen, dagegen. Warum nicht probieren? Und da habe ich gesagt, ja, Mike hat der geheißen. Ich sagte, Mike, mache ich, okay, sag mir, wie das geht. Hat er gesagt, ja, da haben wir es im Keller, haben so ein Zimmer gehabt. Ich sagte, da sitzt du jetzt hin an den Schreibtisch und nimmst einen Zettel und da betest zu Jesus, dass er dir deine Sünden vergibt und dann schreibst alles auf, was du jemals angestellt hast. Ich habe das gemacht, ja, und habe gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, wenn es dir wirklich gibt, ja, dann bitte hilf mir jetzt und zeig mir das. Und aus meinem Herzen ist auf einmal eine Schwärze rausgekommen, eine Dunkelheit. Und ich habe da geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und habe ihm alles aufgeschrieben, was Gott der schon lange gewusst hat, ja, was er natürlich lange schon gewusst hat. Und habe mich dann noch hingekniet und auf einmal, nachdem ich meine Sünden vor ihm bekannt habe, auf einmal war es, wie wenn ein Fenster aufgeht, ein himmlisches Fenster, und es ist ein heller Strahl in mein Herz gekommen. Ja. Es war wirklich, wie es in der Bibel beschrieben ist, dass Gott einen hellen Strahl in unser Herz gibt. Und auf einmal war er da. Auf einmal war Jesus Christus im Raum. Er ist da gestanden und ich habe seine Herrlichkeit gespürt und ich habe wieder begonnen zu weinen. Ja. Und seine Gegenwart war das Schönste, was ich bis dahin in meinem Leben überhaupt erlebt habe. Ja. Diese Liebe, dieses Licht, diese Wärme, Drogen waren weg, Finsternis war weg, er war nur mehr er da. Er war nur mehr er da und ich habe am liebsten hätte ihn festgehalten und umarmt. Ich habe zwar nichts gesehen, aber deutlich seine Gegenwart gespürt und ich habe gewusst, oh Gott sei Dank, es ist vorbei, ich kann neu anfangen. Jesus gibt mir ein neues Leben, mir hat niemand mehr sagen müssen, wer Jesus ist, ob der jetzt Gottes Sohn ist oder nicht, oder von der Jungfrau geboren. Es war alles dann selbstverständlich wahr und ich habe die Bibel, ich habe sie nicht gelesen, sondern ich habe es gefressen, die Bibel. Ja. Ich habe nicht mehr warten können in der Früh, bis endlich stille Zeit war. Das war so ein Punkt dort in dem Haus, eine Gebetszeit in der Früh, da haben wir eine Stunde Zeit gehabt und das war mein Lieblingszeit und nachher Anbetung und Bibel lesen. Und ich bin in einem Moment ja, völlig frei geworden von Drogen, von Bindungen, von Hass. Mein Vater habe ich vergeben und ich habe allen Menschen vergeben und Gott hat mir vergeben und es war wunderbar. Es war einfach schön und ich habe Kraft gekriegt und ich habe auf einmal gesehen, ja, der Himmel ist blau, das Leben ist schön, das Gras ist grün und auf einmal, es hat alles gepasst, es hat alles zusammengepasst, ja, hinten und vorn und es hat wirklich alles gepasst. Und das war 1980 im April zu Ostern, habe ich Jesus Christus kennenlernen dürfen. Das ist jetzt 40 Jahre her. Ich habe dann ein Jahr dort, man sagt Therapie, aber es war für mich keine Therapie, sondern es war einfach wunderschön. Ja, jeder Tag war überaus toll. Und auf einmal, das große Wunder war, ich habe auf einmal so gern gearbeitet. Ja.
Ich habe den ganzen Garten, habe ich gesagt, den möchte ich allein umgraben. Das will nicht, dass mir da wer hilft. Ich möchte den ganzen Garten allein umgraben, weil ich so eine Kraft auf einmal gekriegt habe, ja, und so eine Freude am Leben. Und ich habe gewusst, der Horror ist vorbei. Und ich habe erlebt, dass Jesus in mein Leben gekommen ist, dass er meine Sünden vergeben hat, ja, richtig vergeben in der Tiefe. Und es sind dann noch in dieser Zeit viele, viele Dinge passiert. Und ich habe auch gewusst, ich muss mein Leben wieder in Ordnung bringen. Jesus hat mir vergeben, aber ich habe dann eben an die Gerichte und an die Polizei in Österreich geschrieben, weil ich war ja zur Fahndung ausgeschrieben, damals nur aufgrund verschiedenster Vergehen. Und habe mich dann da stöhnen können, habe dann Verhandlungen gehabt in Linz. Und da habe ich so eine Angst gehabt vorher. Und da habe ich auch dann zu Gott gebetet, das war circa noch 3-4 Monate, nachdem ich gläubig geworden bin, habe ich gesagt, Vater im Himmel, was tue ich denn, wenn sie mich da jetzt einsperren? Das halte ich ja gar nicht aus, ich will nicht mehr im Knast sein. Auch als Christ nicht, ich will da auch nicht Zeugnis geben als Christ. Da hört man ja so schöne Geschichten, gell, was jetzt der ganze Knast begeht. Aber der bin ich nicht. Ich sage, ich möchte frei sein, ich möchte glücklich sein. Und ich habe so eine Angst gehabt, ja, weil ich einen Brief schreiben müssen, den habe ich wegschicken müssen. Und da habe ich alles reingeschrieben, dass ich mich störe und dass ich wieder da bin. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin ein gerechter Richter. Und dann bin ich wirklich nach Linz zu der Verhandlung und der Richter war mir sehr wohlgesonnen und mir ist nichts passiert. Ich habe nicht mehr in den Knast müssen, bin seither freier Mensch. Später hat mir dann der Bundespräsident meine Sachen erlassen und heute ist alles getilgt. Ja. Und seitdem darf ich mit Jesus Christus leben. Ja. Seitdem darf ich dann später... habe ich dann dort in dieser Therapie gearbeitet, weil mir das so ein Anliegen war. Ich wollte unbedingt andere Menschen helfen. Ja. Und es sind viele gekommen. Ich war dann dort Mitarbeiter, 4-5 Jahre lang. Und habe dort dann meine jetzige Frau, die Beate, kennengelernt, wenn wir das kurz einblenden können. Na, das ist schon Familie. Das ist ein bisschen später, nachdem ich es kennengelernt habe. Ja. Das ist aber allerdings schon im Jahr 2000 oder wann. Und da habe ich die Beate kennengelernt und Gott hat mir eine wunderbare Frau gegeben, ja, die durch gute und schwierige Zeiten dann mit mir gegangen ist. Ich bin 1986, nachdem ich dort 5 oder 6 Jahre gearbeitet habe, bin ich nach Österreich zurück, habe mir Arbeit gesucht und habe ein normales Leben geführt. Wir haben dann die Kinder gekriegt, das könnt ihr jetzt nur einmal sagen, bitte. Ja, wir haben dann unsere Familie gegründet und es war eine wunderschöne Zeit und meine Kinder sind heute erwachsen und glauben alle an den Herrn Jesus Christus, wofür ich enorm dankbar bin. Ja. Und ich habe auch dann in meiner Zeit als Christ, auch in Österreich, ja, sind viele Dinge auf mich zukommen, mit denen ich immer gerechnet habe, auch schwierige Sachen, wirklich sehr, sehr schwierige, harte Zeiten durchlebt. Ja. Eine davon, wenn ich noch kurz darf, eine davon war eben, nachdem ich eh schon 20 Jahre gläubig war, die Diagnose Hepatitis C. Ja? Und das war damals so, dass leider fast alle Drogensüchtigen, die mit Nadeln hantiert haben, haben diese Hepatitis C gegeben. Und damals war die Behandlung noch nicht so wie jetzt. Es hat eigentlich nur 50% Überlebenschance gegeben. Da war ich schon in dieser Gemeinde da und habe diese Diagnose gekriegt. Und da hat es mich schon kurz gewandelt. Ja? Und ich habe dann lange Zeit gehofft auf eine übernatürliche Heilung, das hätte ich so gerne erlebt, wieder Jesus und zack, bumm, geheilt. Und ich habe das auch erleben dürfen mit anderen Sachen, mit Bandscheiben und Dings, aber da wird man morgen noch dabei sein. Aber kurz diese Episode noch. Und nach 3 Jahren war immer noch nichts und dann habe ich gedacht, nein, muss ich mich behandeln lassen und habe dann diese 1:1 Behandlung gemacht, also mit 50% Überlebenschance in Linz bei den Elisabethinen. Und man hat da gehört von dieser Interferonbehandlung, dass da irrsinnig schlecht gehen kann, ja, dass du wirklich arbeitsunfähig und schwer depressiv wirst. Und das habe ich schon gefürchtet. Und ich bin dann in mein Zimmer gelegen und da habe ich aus Versehen habe ich eine Sonderklasse, ein Einbettzimmer gehabt und liege da drinnen und und am nächsten Tag hätte ich die erste Interferonspritzen kriegen sollen. Und ich habe dann gebetet und gesagt, Herr Jesus, ich sage das ehrlich, ich fürchte mich. Hilf mir bitte, hilf mir bitte. Und das Herr hilft mir einfach. Gell? Und ich sage euch was, ich habe keine übernatürliche Heilung erlebt, aber was ich erlebt habe, möchte ich nie wieder eintauschen. Seine Gegenwart hat das Krankenzimmer erfüllt. Ja? Er war da, er war einfach da und hat dann gesagt zu mir, lese mal Markus 16. Und dann habe ich Markus 16 aufgeschrieben, das heißt, unter anderem denen, die mir nachfolgen werden, Kranke heilen, etc., etc. Und ein Punkt steht, und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden.
Dann habe ich gewusst, das hat mir jetzt Gott gesagt, die brauchen wir nicht fürchten. Und da habe ich dann meine Spritzen gekriegt und ich habe die ganze Zeit arbeiten können, habe keine Zusammenbrüche gehabt, nichts. Und war dann 25 Jahre bei der Versicherung, habe dort gearbeitet und das war für mich eine schöne Zeit, ein super Job, wo mich Gott sehr gesegnet hat. Und ja, so ist es weitergegangen. Und ich weiß, ja, dass, ich weiß nicht, wie lange wir nur auf der Welt sind, alle miteinander, ja, oder ich oder du weißt nicht, was morgen ist. Ja, aber ich weiß eins, dass Jesus Christus ist bei uns, ist bei mir. Wenn du ihn in dein Herz lässt und wenn er bei dir ist, kannst du nicht untergehen, kannst nicht verlieren. Ja, das gibt es nicht. Gell? Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja? Und mit diesen Worten möchte ich jetzt an Thomas übergeben, ja, und möchte euch aber noch vorher, das haben wir ausgeschrieben, möchte euch ein Wort aus der Bibel vorlesen, aus Hiob. Und diese paar Verse, was wir da jetzt hören, das spiegelt eigentlich kurz gesagt alles wider, was ich erlebt habe. Es ist teilweise starker Tobak, aber so ist es einfach, gell? Hör mal gut zu. Doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Man wird es nicht gewahr. Im Traum, in der nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie. Das ist bei manchen Menschen erleben das so. Um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen. Um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Auch wird er gezüchtigt durch Schmerzen auf seinem Lager und ununterbrochen währt der Streit in seinen Gebeinen. Das habe ich genau erlebt, wenn ich einen Zug gehabt habe. Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele, die Lieblingsspeise, wenn er nicht mehr schlecht ist. Ja, von dem vielen Morphium und nur mehr kotzt. Sein Fleisch vergeht, ist unansehnlich und fleischlos sind seine Knochen, die sonst nicht zu sehen waren. Und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Todesboten. Wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Vermittler, einen von tausend, der dem Menschen seine Pflicht mitteilen soll, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Und dieser Mittler, das ist Jesus Christus, das steht im Buch Hiob geschrieben, ist einer der ältesten Bücher aus dem Uralten Testament, ich sage nicht mehr aus dem Alten Testament, sondern dieser Mittler ist Jesus Christus und der hat den Preis für uns bezahlt und hat gesagt, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Und das Lösegeld, was Jesus für uns zahlt hat, ist sein Blut, sein heiliges Blut, was in einem Moment aus deinem Leben die ganze Sünde wegwascht, was die Bindung wegwascht, was das Verderben und vorhin deine Fahrt zur Hölle beendet, in einem Moment. Und du kannst dir dein ganzes Leben lang dann sicher sein, dass du in der Ewigkeit bei ihm sein wirst. So wird es uns sprechen, ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihn gnädig annehmen. Und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Ich habe dann wirklich das Angesicht Jesu mit Jubel schauen können. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Gott wird das machen, nicht du. Du kannst dir keine Gerechtigkeit geben. Er wird vor den Menschen singen, so wie ich das heute Abend tue, und sagen, ich hatte gesündigt und das Rechte verkehrt. Und er hat mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube. Und mein Leben darf das Licht schauen. Und dafür möchte ich Gott von ganzem Herzen danken, dass ich das Licht schauen habe dürfen. Siehe, das alles tut Gott 2 bis 3 Mal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet wäre. Das wünsche ich jedem von euch, dass er mit dem Licht des Lebens, die meisten, was hier sitzen, glaube ich, kennen Jesus, aber die, was zuschauen, die, was das YouTube-Video irgendwo sehen oder später sehen, ja, lass die erleuchten von dem Licht Gottes. Jesus liebt dich von ganzem Herzen und er hat seine Seele, er hat sein Blut für dich vergossen am Kreuz von Golgatha und ist auferstanden. Und sitzt zur Rechten des Vaters und tritt dort für dich ein und sagt, ich habe das Lösegeld für ihn. Damit, Thomas, möchte ich es dir übergeben. Danke.
Wow. Vielen, vielen Dank, Wolfgang, für die ehrlichen Worte. Es ist nicht immer einfach, so aus deinem Leben zu erzählen, aber ich glaube, es war inspirierend für uns alle, zum Sehen, was Gott wirklich tun kann, wenn wir ihm die Gelegenheit dazu geben. Und ich will einfach euch auch ermutigen, wenn du da bist oder wenn du einfach zuschaust, die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das machen wir einfach, indem wir sagen, Herr Jesus, komm du in unser Leben. Ja. Egal, ob du so drauf warst wie der Wolfgang oder ob du irgendwie ein braver Sünder bist, wenn man das so nennen darf, Herr. Wir alle brauchen irgendwie Jesus in unserem Leben, um dieses Licht einfach wirklich hereinzulassen in unserem Leben, was uns Sinn, Ziel und einfach auch den Himmel dann einfach gibt. Und ich will euch wirklich einladen, mit mir gemeinsam dieses Gebet zu sprechen. Wenn du da bist oder wenn du zuschaust und sagst, hey, ich brauche auch Jesus in meinem Leben, egal in welchem Zustand du dich gerade befindest, dann nimm vielleicht einfach die Hand, leg's auf dein Herz und beten wir gemeinsam ein Gebet. Sag gemeinsam mit mir, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du all meine Schuld getragen hast. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben. Ich glaube, dass du den Tod besiegt hast. Und ich will dir nachfolgen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung das erste Mal getroffen hast, dann war das die allerwichtigste Entscheidung, die du jemals getroffen hast in deinem Leben. Und wenn du sagst, hey, wenn du das gemacht hast und du da bist, wir haben ein paar kleine Infos für dich, ein paar Heftel, wie es weitergeht, was es bedeutet, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Oder wenn du online zuschaust, dann schreib uns einfach eine Mail, dann schicken wir dir ein kleines Paket zu. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn du dieses Video gut gefunden hast, bin mir sicher, du kennst irgendeine Person, die das auch sehen sollte, dann schick dieses Video weiter. Es ist es wert, gesehen zu werden, immer und immer und immer wieder, weil es zeugt von unserem Herrn Jesus Christus und von seiner Kraft. Vielen, vielen Dank, schönen Abend und Gottes Segen.